Achtung, das ist keine Übung. Mega Rayquaza steht in den Startlöchern. Für alle beim Pokémon Go Fest weltweit und die in Person bekommen es zuerst. Wir fangen direkt mal an. London, Osaka und New York City. Dort wird es losgehen in diesem Jahr. Da finden die GoFest-Veranstaltungen statt und danach, nämlich am Wochenende vom 26. und 27. August, haben wir das weltweite globale GoFest. Ich gehe in dem Video vorrangig natürlich auf das weltweite Event ein, denn sind wir mal ehrlich, wie viele von uns sind schon in London, Osaka oder New York? Doch dort werden schon mal die Mega Raids auftauchen. Alle können daran teilnehmen, die sich in der Umgebung befinden. Doch nur die Leute mit Ticket bekommen auch Mega-Energie. Und die Mega-Entwicklung könnte man sowieso nicht durchführen, weil da ein neuer Gegenstand, Meteorit, benötigt wird. Ich weiß, ist alles ein bisschen kompliziert und da muss man halb studiert haben, aber in Person, nur mit Ticket. Dann weltweit können auch natürlich alle am Mega Raid teilnehmen und da bekommen auch alle wohl die Mega Energie. Und jeder bekommt gratis, auch ohne Ticket, so eine Mini-Spezialforschung, wo man einen Meteoriten erhält. Und mit dem Meteoriten, das ist wie eine Lade-TM, nur für Rayquaza, da kann man die brandneue Attacke Zenitstürmer erlernen. Und nur die Rayquaza, die diese Attacke haben, können sich mega entwickeln. Und wenn nach der Erklärung bei den Temperaturen noch nicht euer Kopf raucht, dann Hut ab. Auf Englisch nennt sich die Attacke Dragon Ascent und auch wenn da Drache im Namen steht, ist diese Ladeattacke vom Typ Flug. Wird man dann vermutlich anstelle von Orkan verwenden wollen. Und ebenfalls interessant, ähnlich wie bei der Protomorphose, da werden ja auch drei Typen geboostet, nämlich vom Wetter Regen oder Sonnig, wird bei Mega Rayquaza die komplette Palette der windigen Pokémon geboostet, nämlich Flug, Psycho und Drache. Mit Boost ist gemeint der erhöhte Schaden im Raid und die EP-Boni, die Bonbon-Boni, wenn man diese Pokémon fängt. Raid machen, Mega-Energie sammeln, die Forschungen erledigen, wo man anscheinend auch einen Meteoriten gratis ohne Ticket bekommt, dann die Attacke Zenitstürmer beibringen und dann kann man für immer bei dem Rayquaza die Mega-Entwicklung durchführen, wobei natürlich jedes Mal Mega-Energie verbraucht wird. Aber durch die Meteoriten wird eben limitiert, wie viele Rayquaza können bei euch in eurer Pokémon-Box irgendwann die Mega-Entwicklung durchführen. Im Artikel wird wortwörtlich Feldforschung geschrieben, genannt. Eine Feldforschung bekommt man bei einem Pokéstop, aber ich befürchte, so einfach wird es nicht sein. Also damit sind irgendwie die Aufgaben in einer befristeten oder eben Spezialforschung gemeint. Wie schon gesagt, für diese Neuigkeiten muss man irgendwie halb studiert haben oder ich bin einfach nur doof. Aber wir haben noch ein paar weitere positive Neuigkeiten. Die Attacken oder manche Attacken kehren zurück beim Pokémon Go Fest. Durch die Entwicklung für alle, global. Brutalanda bekommt Wutanfall. Wichtig, wichtige Attacke auch für die Mega-Entwicklung. Dann Metagross endlich wieder Sternenhieb durch die Entwicklung. Roserade bekommt die Community Day Attacken, ist eine Sofortattacke und eine Ladeattacke. Schlurbleck bekommt Body Slam, das ist eher für PvP interessant. Ich glaube, das hatten wir so gut wie noch nie per Entwicklung. Eine coole Sache. Dann Käferbiss fürs Metbo per Entwicklung. Die Eventattacke bei Sandama. Dann Pixie bekommt Pfund, ist eine Sofortattacke. Und Libeldra erhält die Community Day Attacke Erdkräfte. Immer nur durch die Entwicklung. Also, wenn ihr da irgendwo schon ein gutes Pokémon habt, vielleicht ein Tanhell, welches ihr irgendwann mal für ein Metagross verwenden wollt, noch nicht entwickeln, wartet noch. Ich würde sagen bis August. Okay, Ende August, aber das kann man irgendwie noch verkraften. Dann hat Niantic die Habitate verraten in voller Pracht.
Da wurden bisher nur ein paar Pokémon pro Habitat genannt und nun haben wir wohl die komplette Liste aller Pokémon, die in den vier unterschiedlichen Habitaten auftauchen können. Global auch für alle ohne Ticket, doch mit Ticket hat man eine höhere Shiny-Chance. Am Samstag wird es da immer stündliche Habitate geben, wo dann eine Stunde lang nur genau die Pokémon auftauchen und am Sonntag komplett bunt durchgemischt alle Pokémon. Und mit Ticket hat man auch einen besonderen Rauch, wo unter anderem Inkognito-Buchstaben auftauchen. Im Raid werden ein paar Pokémon auftauchen, nämlich die kostümierten Pikachu im 1er Raid. Dann haben wir Rokara, welches man momentan bei der befristeten Forschung Frühbucherbonus einmalig bekommt. Im 2-Sterne-Raid, ich dachte eigentlich, die gehören schon der Geschichte an, aber nö. Im 3er-Raid, Relaxo mit dem Cowboy-Hut. Das war im vorherigen Jahr das besondere Kostüm. Die Cowboy-Hut-Relaxo-Aktien sind nach dieser Ankündigung stark gesunken. Und dann Mega-Raid oder Proto-Raid. Hier kam es schon, habe ich in Videos gesehen und auf Social Media ein bisschen zu Verwirrung. Am Samstag haben wir Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Und dann am Sonntag haben wir die beiden Proto-Raids nur eine Stunde lang, nämlich von 10 bis 11, so wie eine kleine Raid-Stunde. Und danach übernimmt Mega Rayquaza komplett den Mega-Raid. Also wirklich nur einen Tag lang Rayquaza verfügbar. Das hat Niantic schon immer so in die Richtung gemacht. Samstag ist eher der Tag für die Fänge, für die Habitate, für die Forschungen. Und dann am Sonntag kann man sich auch ein bisschen mehr um das Raiden kümmern. Die Boni ohne Ticket, die sind wir schon durchgegangen mal. Und die Boni mit Ticket einfach pausieren. Die werde ich nun nicht mehr alle komplett vorlesen. Denn wir haben Schuhe, Rokara-Schuhe. Und das Teaserbild, das sah am Anfang so realistisch aus, da musste ich wirklich zweimal überlegen. Moment mal, sind die für meinen Avatar im Spiel oder echte Schuhe, die man sich kaufen kann im Merchandise-Shop oder so? Nein, das ist ein Avatar-Item, welches man bekommt, wenn man sich ein globales Ticket noch vor dem oder bis zum 1. August kauft. Dann bekommt man nochmal eine befristete Forschung. Wenn man die fertig macht, bekommt man coole Rokara-Schuhe. Aber dieses T-Shirt ist für euch in Person, ein echtes Shirt, nicht für euren Avatar. Kann man sich auf der Niantic Supply Website vorbestellen mit Mega Rayquaza. Also, Mega Rayquaza für alle. Die Leute in Person bekommen es ein bisschen vor uns allen. Und wer kein Ticket hat, bekommt aber wohl einen Meteoriten. Und dann kann man bei einem Mega Rayquaza mit der Mega Energie auch die Mega Entwicklung durchführen. Das waren nun megamäßig viele Mega in einem Satz. Von daher würde ich mal sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.